wenn der Eisenvogel fliegt und die Pferde auf Rädern daherrollen, wird der Buddhismus in Richtung Westen wandern und in die fernsten Länder kommen. Diese Prophezeiung machte der indische Weise Padmasambhava vor 1200 Jahren. Padmasambhava war im 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach Tibet gereist, um dort den Buddhismus zu verbreiten. Die Tibeter verehren ihn heute noch, nicht nur für seine Weisheit, sondern auch für seine legendären magischen Fähigkeiten. Inzwischen fliegen unzählige Eisenvögel über den Himmel und Padmasambhavas Weissagung wurde wahr. Der Buddhismus ist im Westen angekommen. Mögen sie frei sein von Leid, sowie den Ursachen von Leid. Im Rigpa, einem Kölner Zentrum des tibetischen Buddhismus, treffen sich deutsche Buddhistinnen und Buddhisten, um zusammen zu studieren und religiöse Zeremonien abzuhalten. 14 Frauen und 3 Männer sitzen auf Kissen auf dem Fußboden und sprechen ein Wunschgebet. Marion Klein-Bojanowski rezitiert diese Sätze jeden Tag. Sie gehören zu ihrer Praxis als tibetische Buddhistin und damit zu ihrem Alltag. Die studierte Philosophin, die heute das Rigpa-Zentrum leitet, interessierte sich schon als Schülerin für spirituelle Dinge. Und die üblichen Fragen, wo kommen wir her, was machen wir hier, was ist der Sinn des Lebens? Und durch Zufall habe ich ein Plakat gelesen, tibetischer Lama hält einen Vortrag. Und so bin ich einfach neugierig geworden und bin dort in den Vortrag gegangen. Und ja, seitdem lässt mich der tibetische Buddhismus nicht mehr los. 1988 lernte sie Sökyal Rinpoche kennen, einen der traditionellen tibetischen Meister, die in den Westen kamen, um hier zu unterrichten. Und seitdem studiere, praktiziere ich bei ihm. Wie ihr erging es vielen westlichen Sinnsuchern. Sie begegneten tibetischen Lamas und waren beeindruckt von der geistigen Ausstrahlung dieser Männer, ihrer inneren Gelassenheit, ihrer Herzlichkeit. Sie erschienen ihnen so völlig anders als ihre Religionslehrer in der Schule oder der Pastor, der sie konfirmiert hatte. Sie wollten von ihnen lernen, wie man die tiefe Spiritualität und das Mitgefühl erlangt, die diese Tibeter verkörperten. Gerade Menschen aus den kapitalistischen Ländern, vermutet der Meditationslehrer Jesche Udo Regel, fühlten sich angezogen von einer Botschaft, die der Dalai Lama einmal so formulierte. The moment we think me, me, me. Wenn wir nur an uns denken, sehr selbstzentriert, dann schränkt uns das ein. Dann erscheinen auch kleine Probleme sehr groß. Uneigennützigkeit dagegen erweitert den Horizont. Dann erscheinen die eigenen Probleme nicht so riesig. Das ist wichtig für den inneren Frieden. Und so erkundeten Tausende, vor allem junge Menschen in Europa und Amerika, voller Begeisterung eine fremde Welt. Sie lernten, dass Lamas Lehrer sind, die über ein umfangreiches Wissen und eine lange Praxiserfahrung verfügen müssen, um unterrichten zu dürfen. Sie erfuhren, dass der Titel Rinpoche, den einige ihrer Lehrer trugen, der Kostbare bedeutet und dass dieser Titel nicht erworben werden kann, sondern von den großen alten Meistern an andere Meister verliehen wird, die gleichfalls Erleuchtung erlangt haben. Sie arbeiteten sich in die Welt der Buddhas, Bodhisattvas, Götter und Göttinnen ein, an denen der tibetische Buddhismus so reich ist. Und schließlich wurden sie von ihren Lehrern in die verschiedenen Rituale und meditativen Übungen eingeweiht. Der tibetische Buddhismus kennt viele Wege zur Erleuchtung, von den anspruchsvollen tantrischen Lehren, einer mystischen und in Teilen geheimen Praxis, bis hin zu alltagstauglicheren Übungen, die auch gestresste berufstätige westliche Menschen ausführen können. Marion Klein-Bojanowski zum Beispiel kann nicht ständig nach Kathmandu fliegen oder wochenlang an Seminaren tibetischer Lehrer im Westen teilnehmen. Aber sie nimmt sich jeden Tag Zeit für ihre religiöse Praxis. Mein normaler Alltag sieht so aus, dass ich morgens um 5:30 aufstehe, kurz das Motivationsgebet spreche. Das heißt also, die Motivation möglichst mit meinen Handlungen, mit meiner Sprache, mit meinem Tun, keine Wesen zu verletzen. Das ist eine Absichtserklärung, das ist eine Geisteshaltung. Und dann sitze ich kurz 10 Minuten, praktiziere stilles Sitzen, das heißt, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann nach 10 Minuten ganz normal zu frühstücken und dann zur Arbeit zu fahren. Und meistens mache ich dann im Auto auch noch eine kleine Praxis, die ungefähr eine halbe Stunde dauert mit Mantras.
Mantras sind eine Abfolge von Silben, die manchmal eine konkrete religiöse Bedeutung haben, manchmal aber auch nur eine Art heiligen Klang erzeugen. Wenn Marion Klein-Bojanowski im Büro ankommt, widmet sie sich, ganz westlich und weltlich, ihrer Arbeit als Pädagogin in einem Institut für Erwachsenenbildung. Aber vor dem Schlafengehen meditiert sie noch einmal eine halbe Stunde. Das heißt also, zu Hause habe ich einen kleinen Altar, eine Meditationsecke, wo ich mich dann zurückziehen kann und wirklich in Ruhe meine Abendpraxis machen kann. Diese tägliche Praxis ist für sie unverzichtbar. Denn das Ziel, das sie erlangen möchte, ist ein sehr hohes und es ist nur durch konsequentes Üben zu erreichen. Der historische Buddha lehrte, dass das Leben in dieser Welt Leiden bedeutet, dass dieses Leiden drei Ursachen hat, nämlich Gier, Hass und Ignoranz. Und dass man diese Ursachen und damit das Leiden beseitigen kann, durch Einsicht, Klärung des Geistes in der Meditation und eine Lebensführung, die darauf ausgerichtet ist, anderen in keiner Weise zu schaden. Tibetische Buddhisten gehen noch darüber hinaus. Ihr Ideal ist es, ein Bodhisattva zu werden. Das ist ein Mensch, der Erleuchtung erlangt hat und deshalb in das Nirvana, die ewige Glückseligkeit, eingehen könnte, der sich aber stattdessen dafür entscheidet, so lange in diese leidvolle Welt zurückzukehren, bis alle fühlenden Wesen vom Leiden befreit sind. Shantideva, ein Mönch, der im 8. Jahrhundert einen Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas schrieb, drückte es so aus. Möge ich ein Beschützer für die Schutzlosen werden, ein Führer für die Reisenden auf der Straße, und möge ich für diejenigen, die das Wasser überqueren wollen, ein Boot, ein Schiff oder eine Brücke sein. Zweimal im Monat trifft sich Marion Klein-Bojanowski mit anderen Schülerinnen und Schülern ihres Lehrers im Rigpa-Zentrum, um gemeinsam zu praktizieren. Dann zelebrieren sie die traditionellen tibetischen Rituale. Sie beten, singen Mantras, rufen Gottheiten an, opfern ihnen und das alles in tibetischer Sprache. Nur das Wunschgebet sprechen sie auf Deutsch. Auch im Kölner Rigpa-Zentrum wird inzwischen darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, alle Formen und Ausprägungen des tibetisch-buddhistischen Rituals hier im Westen beizubehalten. Diese Frage beschäftigt zurzeit Buddhisten im gesamten Westen. Können wir die Rituale auch in unserer Sprache ausführen? Brauchen wir die gesamte Liturgie, einschließlich der traditionellen Musikinstrumente wie Glocken, Muschelhörner und Knochentrompeten? Ist all das unverzichtbarer Teil der Lehre oder einfach nur das Gewand der tibetischen Kultur, in das sich die Lehre hüllt? Können wir der Lehre sozusagen ein neues, ein westliches Kleid umhängen? Und braucht sie überhaupt eine Hülle? Der Meditationslehrer Jesche Udo Regel geht beim Nachdenken über dieses Thema von seinen eigenen Erfahrungen aus. Als wir vor 20, 25 Jahren den tibetischen Lamas begegneten, da waren wir voller Respekt, voller Hingabe vor dieser großen, alten, ehrwürdigen Tradition und haben im Wesentlichen imitiert und nachgemacht, was unterrichtet wurde. Und wir haben quasi wie Latein rezitiert. Er lernte zu visualisieren, also sich bestimmte Gottheiten vorzustellen und über sie zu meditieren. Er übte Mudras, Handhaltungen, die während der Meditation ausgeführt werden. Er konnte schließlich unzählige Mantras rezitieren und komplizierte Zeremonien durchführen. Und er legte sogar die Gelübde ab und lebte mehrere Jahre als Mönch. Aber, erzählt er, irgendwann entstand in ihm das Bedürfnis, nicht mehr alles nur nachzumachen. Und er war nicht der Einzige, dem es so erging. Also ich habe unter den Freunden, die wie ich 20, 30 Jahre sich damit beschäftigen, bemerkt, dass meine Generation tibetisch-deutscher Buddhisten, sage ich mal, ein bisschen abgerückt ist davon, darunter hauptsächlich diese Ritualpraxis zu verstehen. Viele haben sich mehr so auf die philosophisch-existenzialistischen Kernaussagen des Buddhismus konzentriert und die Entwicklung von stiller Meditation. Die, meint er, ist für Menschen im Westen möglicherweise hilfreicher als die traditionelle tibetisch-buddhistische Praxis. Die Westler sind so voll mit Informationen und Bildern, dass sie an sich unter Meditation dieses in Ruhe sitzen suchen, während die tibetischen Buddhisten lieber rezitierende Rituale zelebrieren. Diese Rituale, sagt Jesche Udo Regel, haben eine große Kraft. Doch hier und heute sollten westliche Menschen ihre eigenen Formen und ihre eigene Sprache finden. Auch Marion Klein-Bojanowski sieht, dass Veränderungen nötig sind.
Aber sie warnt davor, alles zur Disposition zu stellen. Und deshalb geht es jetzt darum, dass mit wirklichen Meistern, mit Kennern des Buddhismus daran gearbeitet wird, was können wir weglassen und was ist wirklich die Essenz der Lehren, die hier im Westen angepasst werden müssen. Weil wenn so ein Weisheitsschatz oder solche Lehren in irgendeiner Weise beschädigt werden oder nicht vollständig übermittelt werden, dann haben sie letztendlich keine Wirkung mehr. Uli Olvedi, die schon in den frühen 70er Jahren nach Indien und Nepal reiste, um dort bei den alten Meistern des tibetischen Buddhismus zu studieren, findet es ausgesprochen spannend, dass nun hier im Westen der Versuch gemacht wird, die Prinzipien des Buddhismus aus ihrer kulturellen Verpackung zu lösen. Aber, fügt sie hinzu, wenn wir jetzt vom Buddhismus im Westen sprechen, sind natürlich noch die östlichen Lehrer gefragt, weil es lange dauert, bis man eine Tradition neu gestaltet und die wirklich dann auch tragfähig ist. Wir probieren halt so rum, könnte man sagen. Und einige probieren mit mehr und die anderen mit weniger Erfolg. Aber die Inspiration, das ist jetzt einfach meine Erfahrung, da rede ich aus meinem eigenen Nähkästchen. Die große Inspiration, die kommt von Menschen, die ganz tief verwurzelt sind. Dass diese Menschen vorwiegend Männer sind, das hat die Feministin anfangs irritiert. Doch dann lernte sie ihre Lehrer und deren Lehre besser kennen und die Irritation löste sich auf. Weil sie äußerlich zwar einen männlichen Körper hatten, aber einen sehr balancierten, weiblich-männlich ausbalancierten Geist. Es gibt auch andere, aber ich habe mir wohl irgendwie instinktiv solche gesucht, die das hatten. Und das hat mir sehr gut getan. Da war so viel Weibliches da. Da war so viel Sanftheit, so viel Raum. Das weibliche Prinzip wird ja im Buddhismus mit Raum assoziiert. Deswegen konnte ich mich sehr leicht auf sie einlassen. Heute ist Uli Olvedi selbst Lehrerin. Sie gibt Seminare und schreibt Bücher über den tibetischen Buddhismus. Ihre beiden Romane über die Nonne Maili wurden Bestseller. Nicht nur Buddhisten verschlangen die Geschichte des nepalischen Waisenkindes, das zu einer großen tantrischen Meisterin heranreift. Uli Olvedi trägt mit ihren Büchern viel zur Verbreitung des tibetischen Buddhismus in Deutschland bei. Ihr erster Maili-Roman wird sogar von Religionslehrern im Schulunterricht als Einstieg in den Buddhismus verwendet. Und du? Fragte Anni Nima, die Yogini. Ich suche einen Weg. Wohin? Maili hob langsam die Hände und legte sie auf ihre Brust. Dahin, sagte sie. Anni Nima sah sie forschend an. Zum grenzenlosen Raum meines Herzens, sagte Maili. Anni Nima nickte. Sie las sehr schnell einen Text, den Maili nicht verstand. Dann vollzog sie das kleine Ritual der Einweihung, übersetzte den Text und erklärte, wie Maili die Meditation, die zu diesem Text gehörte, vollziehen sollte. Tränen stiegen in Mailis Augen und hörten nicht auf zu fließen, während sie den Berg hinunterkletterte. Sie hatte das Gefühl, aufgerissen zu sein, im Innersten bloßgelegt, unendlich verletzlich und dennoch unzerstörbar. Sie spürte eine Kraft in sich, von der sie bisher nichts geahnt hatte. Es lesen zwar auch viele Männer ihre Bücher, aber Uli Olvedi erreicht vor allem Frauen. Das ist nicht verwunderlich, weil ihre Romane in erster Linie von Frauen handeln, von irdischen wie überirdischen und davon, was sie alles bewirken können. Die junge Nonne Maili zum Beispiel macht ihre Ausbildung nicht nur im Kloster, sondern auch bei einer Yogini, die in einer Höhle haust. Yoginis sind weibliche Yogis, wilde Frauen, die sich an keine Regeln halten und an Weisheit und magischen Fähigkeiten den höchsten Rinpoches in nichts nachstehen. Diese Yogini weist Maili in die geheimen und machtvollen Lehren der Dakinis ein. Über Dakinis schreiben Karin Bruckner und Christian Sohns in ihrem Handbuch des tibetischen Buddhismus: Das Wort Dakini stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Luft- oder Himmelswandlerin. Dakinis stehen für erleuchtete, mitfühlende Energie in weiblicher Form. Häufig werden sie als Initiationsgöttinnen beschrieben, die übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte besitzen. Für Uli Olvedi sind Dakinis eine Art von mütterlicher Energie mit sehr viel Klarheit und sehr viel Intelligenz und gleichzeitig aber auch eine Energie, die noch ganz andere Elemente des Weiblichen umfasst, eine
chaotische Energie, wenn man so will, nicht linear, nicht vorhersehbar, nicht an Konventionen verhaftet, nicht eingezwängt in die Zwangsjacken konservativen Denkens und Normendenkens. In ihren Seminaren lehrt Uli Olvedi Frauen und Männer, diese Energie in sich wachzurufen. Darin sieht sie ihren Beitrag zur Vermittlung und Umsetzung des tibetischen Buddhismus im Westen. Denn zur Verwestlichung des Buddhismus gehört ihrer Meinung nach auch, ihn zu verweiblichen. Oder in den Worten von Uli Olvedi ausgedrückt, die Balance zwischen der weiblichen und der männlichen Energie nicht nur in den spirituellen Übungen, sondern ebenso im ganz konkreten Alltag herzustellen. Das alte Tibet war eine patriarchalische Gesellschaft. Nicht nur die weltlichen Frauen, auch die Nonnen waren benachteiligt. Sie erhielten nicht dieselbe Ausbildung wie Mönche und nur sehr wenigen Frauen gelang es, gegen alle widrigen Umstände spirituelle Meisterinnen zu werden. Aber, sagt Uli Olvedi, die selbst ein Nonnenkloster in Nepal unterstützt, allmählich ändert sich das. Und, fügt sie hinzu, meine Erfahrung ist, dass sich sehr viele tibetische Lehrer, die im Westen arbeiten, darum bemühen, Frauen zu fördern, sie zu inspirieren, selbst zu lehren. Das haben meine Lehrer zumindest so gemacht. Und ich habe auch sehr profitiert davon. Heute reisen buddhistische Lehrerinnen von einem Zentrum zum nächsten, wie es früher nur ihre männlichen Kollegen taten. Und ihre Workshops sind in New York genauso ausgebucht wie im bayerischen Unterdietfurt. Durch ihre Auslegung des alten Weisheitsschatzes des tibetischen Buddhismus tragen sie dazu bei, ihn in eine zeitgemäße Form zu übertragen, ihm sozusagen ein neues Gewand zu schneidern. Der Dalai Lama hat offenbar nichts dagegen. Er steht, erzählt Jesche Udo Regel, der Entwicklung im Westen insgesamt positiv gegenüber. Ich war selbst vor über 10 Jahren auf einer Konferenz mit dem Dalai Lama über die Entwicklung des Buddhismus im Westen. Und wir waren dort an die 30 Meditationslehrer aus aller Welt. Und er war offen für alles und hat irgendwann gesagt, also wir Tibeter können euch nur das bringen, was wir haben und auf eine Weise, wie wir es machen, immer gemacht haben. Die Zukunft dieser Tradition im Westen, die wird in der Hand von westlichen Menschen liegen. Ihr müsst das machen.